Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect 3. Wir sind immer noch auf Omega und Zabarus will die Stützpfeiler in die Luft sprengen und da sind wir jetzt gerade unterwegs. Okay, was ist das? Eine Waffenmodstation brauchen wir jetzt auch nicht wirklich. Medikit, okay. Dann hätte ich gesagt, erledigen wir mal die Mechs hier. Irgendwo sind auch noch Mechs, oder? Oh, da vorne. In Kürze? Ich würde sagen, jetzt. Mist, ein Centurio. Ja, das kriege ich nicht weg. Wo ist er denn? Da ist er. Wow! Hilfe! Ah, der hat mich jetzt erschreckt. Taucht einfach von hinten auf. Okay. Ich glaube, langsam haben wir ein bisschen hier weitergemacht. Schauen wir uns hier noch mal ganz kurz um. Hier gibt es nichts mehr. Okay, dann müssen wir wohl nach vorne gehen. Gut. Kann natürlich sein, dass hier nämlich immer mehr... Wow. Scharfschützen. Ist der noch da? Oder ist der erledigt? Ich glaube, der ist weg. Was machen die? Eigentlich wollte ich nur schauen, wo wir hin müssen. Erstmal holen wir uns Munition. Da geht's. Ne, da geht's gar nicht lang. Okay, wir müssen hier lang gehen. Wie es aussieht. Ich sehe nichts. Okay, ich weiß, dass das beabsichtigt ist, aber ich sehe trotzdem nichts. So gesagt, müsste man ja. Ah ja. Dürfte der uns eigentlich auch nicht mehr sehen, weil wir sind jetzt auch gut eingenebelt. Oh, was war das? Aber wir können im Kontrollraum den Damm ausfahren. Dann kommen wir rüber. Dammkontrolle, alles klar. Wir bleiben aber erstmal noch kurz hier. Und hier gibt es nichts mehr, dann gehen wir wohl da rein.
Hier drin gibt's nichts mehr. Ja, gut. Dann bleib mal oben. Was haben wir da alles? Gehen wir. So, der Damm ist zu. Jetzt haben wir nichts mehr da. Ah ja, und wir können hier auch runtergehen. Oh, guck mal. Irene hier. Wir haben Cerberus angegriffen und unser erstes Ziel gesichert. Ankunft im Gozo-Bezirk nach Plan. Was ich sage. Was sie sagen wollte. Wenn die mir nicht immer reingeredet hätten und ich mich jetzt verschluckt hätte, sieht es da unten nicht aus wie ein, das, was ich denke, was es sein könnte. Ja, tatsächlich. Harrod, habe gefunden, was Sie wollten. Schicke Ihnen jetzt die Koordinaten. Ist das mein Sofa? Ja, das ist dein Sofa. Dadurch haben wir sogar einen Erfolg abgeschlossen. Cool. Oh Mann, habe ich mich jetzt gerade verschluckt. Gut, damit haben wir auch eine Nebenmission erledigt. Das heißt, wir haben nur noch unsere Hauptmission. Mal hin. Ich würde sagen, hier lang. Meine Sorge, dass wir da dran vorbeilaufen, war unbegründet. Das ist, sieht man ja fast. Sie dürfen nicht durchkommen. Wie fies. Wollen einfach die Türen abriegeln. Und sie haben sogar noch geschafft. Na toll. Was soll denn das? Warum geht es auf einmal nicht mehr? Oder habe ich gerade die... Ich glaube, ich habe immer die falschen genommen, oder? Ich habe überhaupt immer genommen. Glaube ich. Ja. Ich Idiot. Ich habe überhaupt genommen statt ziehen. Ah, Mann. Das kann natürlich nicht gehen. Jetzt machen wir es gleich richtig. Na bitte. Wir müssen zum zentralen Pfeiler, bevor Cerberus diese Bomben zündet. Gut. Dann können wir durch diese Tür, aber wir können auch die hier umgeben. Wo geht's denn hier lang? Umgehen. Welche Tür müssen wir jetzt gehen? Ist das hier jetzt richtig? Na, es wäre richtig gewesen. Oder es ist richtig. Das heißt, ich komme da aber nicht mehr hoch, gell? Wo ging es dann jetzt dann da anders lang? Ja, toll. Wo ging es durch diese andere Tür dann durch? Wäre da noch irgendwas Wichtiges drin gewesen? Ach, das nervt. Dass man da nicht mehr wieder zurück kann, um das zu machen. Sollen wir nochmal laden? Nee, ich glaube, wir lassen es. Wird schon nicht so Wichtiges gewesen sein. Ich nehme an, sie schicken Truppen zu euch. Das ist möglich. Sie machen sich an den Stützpfeilern zu schaffen. Wir müssen sie aufhalten. Levelaufstieg. Wenn die Steuerpulte offen sind, kommen wir an die Bombensteuerung ran. Gut. Hier ist lang. Aber erst schauen wir noch hier. Ja, da können wir doch mal Glastergranate einen Punkt weitermachen. Mach mal einen Schaden. Mehr Munition brauchen wir nicht. Wir benutzen es ja sowieso nie. Halt. Aria noch. 3 Punkte. Okay, da geht nichts. Dann weiter.
Schätze mal, wir müssen hierher. Verstanden. Die Bomben sind jetzt scharf. Die Konsole ist abgeriegelt. Wir müssen sie manuell entschärfen. Na toll. Kümmern Sie sich um die Bomben, Shepard. Ich übernehme Service. Alles klar. Okay, jetzt wo müssen wir denn hin? Genau. Hier. Gut, dann. Willst du mich wohl meine Arbeit machen lassen? Noch drei. Oh, und wir haben sogar noch Zeit. Es geht auch noch auf Zeit, sehe ich gerade. Mist, dann sollten wir uns vielleicht tatsächlich beeilen. Nächste Bombe. Systemausfall in Kürze. Noch zwei. Ah, Schande. Sollte sie vielleicht auch wieder beleben. Mist, da habe ich zu langsam reagiert. Na toll, das ist gar nicht mal so einfach. Sie ist halt doch nicht so gut wie wir. Wenn wir Deckung geben würden, meiner Meinung nach. Die Bomben sind jetzt scharf. Die Konsole ist abgeriegelt. Wir müssen sie manuell entschärfen. Und das alles innerhalb von 5 Minuten. Um die Bomben, Shepard. Ich übernehme Cerberus. Erste war kein Problem. Die zweite war auch kein Problem. Ach, da ist einer. Kannst du den schnell mal für mich ausschalten? Danke. Okay, schauen wir mal uns um. Aria, hast du das Geschütz da vielleicht irgendwie? Danke. Mit dem Rest kommen wir allein klar. Sehr gut. Dann mal auf zur nächsten Bombe. Na hopp, 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 hopp. Mach schon, mach schon, mach schon. Jawohl. Räumen wir den Raum. Okay, den kann ich erledigen.
Den da könntest du vielleicht... Existiert noch einer? Ja, da existiert noch einer. Ich glaube, das war der letzte, oder? Hier entlang, Shepard. Es war der letzte. Das haben wir geschafft. Hier drüben. Wir sind sicher. Gut. Nairi, hier ist alles unter Kontrolle. Wie sieht's bei dir aus? Wir rücken durch den Gozo-Bezirk vor. Vorwärts und auf die Flanke achten. Jawohl, Bas. Und schön vorsichtig sein. Wir halten uns, aber Cerberus hat mittlerweile die Zivilisten ins Visier. Wir kriegen Berichte von Opfern aus allen Sektoren rein. Rette so viel du kannst und begib dich zum Rendezvous-Punkt. Wir treffen uns dort. Wir tun, was wir können. Nairine, Ende. Und wie genau kommen wir von hier zum Afterlife? Ich wäre für eine direkte Herangehensweise zur Abwechslung. Und die wäre? Okay. Das nenne ich mal eine direkte Handlung. Wie gut, dass sie sich ganz gut auskennt hier. Ich will gar nicht wissen, wie hoch das her ist, wo wir da drüber gehüpft sind. Ah, hier geht's hoch. Okay. Ich würde sagen, wir sind relativ nah schon dran. Kann das sein? So. Woher wissen Sie das? So, was weiß man halt. Nichts funktioniert. Tja, Pech für euch, dass nichts funktioniert. Adjutant außer Gefecht. Adjutant außer Gefecht ist gut. Moment mal, sind das jetzt unsere Leute oder denen ihre Leute? Nein. Ja, gute Frage. Hier sind Adjutanten. Folgen Sie unserem Fortschritt und verriegeln Sie die Räume hinter uns. Jawohl, Aria. Okay. Ich sehe jetzt hier niemanden. Hier ist alles menschenleer. Sieht aus, als hätten sie sich ein bisschen zu viel aufgeladen. Wir sollten uns beeilen. Moment. Dann schauen wir jetzt mal da rein. Credits. Das war's. Wahrscheinlich war der Raum vorhin, den wir da hatten, genauso etwas wie das hier. Wo man einfach ein paar Credits bekommen hat oder sonst irgendetwas. Also nicht wirklich, um was es eigentlich schade täte. Und den Nebenquest haben wir ja auch erledigt gehabt. Das heißt, das ist fast eigentlich. Gut, dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Dann vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.